Hey Leute, was geht ab? Wir werden jetzt gemeinsam in das beste Geschäft in Wien schauen. Und zwar sind wir hier beim Schwedenplatz. Wir haben hier quasi dieses Hochhaus, das ist eine Skybar, die ist sehr bekannt. Und wenn man dann dort quasi vom Schwedenplatz kommt, Richtung Tabolstraße, kommt man nachher hierher, wo wir jetzt stehen. Also wenn ihr schlechte Laune habt, habe ich hier kurz gute Nachrichten für euch, denn auf dem Kanal wird eine Ultra-Premium-Kollektion verlost, die du gewinnen kannst. Ganz genau, du kannst sie gewinnen, du kannst es gerne deinen Freunden erzählen, wenn du möchtest, denn sie werden sich freuen, genauso wie du, und sich danach wie Gewinner fühlen, wenn sie die Chance ergreifen, gehen, wenn sie eine Ultra-Premium-Kollektion gewinnen. Ein Item, welches sich Leute die Köpfe eingeschlagen haben, noch vor wenigen Wochen, und jetzt ist der Moment. Ihr könnt gewinnen, werdet ein Gewinner, macht mit. Und ja, wenn du die UPC haben möchtest, dann abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke, lass einen Kommentar da, damit wir nachher gemeinsam feiern, wenn das Video gepublished wird, in dem die UPC dann endgültig verlost wird. Super Tag heute, ohne Witz. Das Wetter ist perfekt. Also wir haben hier eine Elite-Box, Pikachu-Box, brennende Sterne. Interessant. Wir haben hier die Azu als Figur, Freunde. Und wir haben auch das neue Set hier, was ich auch schon geöffnet habe, wie ihr wisst. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt mal hinein, das Ganze. So. Oh ja. Ich grüße Sie. Herzlich willkommen. So, wir haben hier einen Kartenspender. Oh, ha, ha, ha. Der Besitzer des Geschäfts. Pokash, I really recommend you to check the single cards in store. There are really good offers. Wir haben hier wirklich Glura-Karten ohne Ende, die man ersteigern kann. Wir haben Delta Species-Karten sogar hier. Sehr interessantes Dragoran hier. Gibt es irgendwas zu sagen zu der Karte? Ist das Besonderes? This card comes from the Expedition set. It was the last series of Wizard of the Coast Pokemon cards. It was low print and you won't find many of those worldwide. Und das Lugia? The Lugia card is from the Neo series and it is really difficult to get these cards in first edition. Although even in the unlimited version this card has a high demand and its price was increasing a lot during the last 24 months. It has become something like the new Charizard. As you can see, I also have some modern cards for sale like the gold Snorlax from Chilling Rain. I think it is important to deliver both modern and vintage cards for the best prices to customers. Pokash, let me know if you are searching for a specific card. It could be that I have it in store for the best price of the market. Also, I very welcome all of your subscribers. If some of you need cards, let me know. Hehe. Also wirklich, was das Herz nur begehrt. Und hier haben wir auch noch was. Guckt mal hier. Auch hier Delta Species. Sehr, sehr spannend. Diese Flora-Karten. Jo, Freunde, mega interessant. Gefällt mir mega gut. Und wir haben dann hier, wenn man reinkommt, wie ihr sehen könnt, geht es hier hinein. Und wir haben dann hier schon die ersten Pokémon-Produkte. Und das Besondere ist, wir haben hier sehr viele Einzelkarten, die man sich vor Ort holen kann. Legenden, GX-Karten. Sehr, sehr, sehr spannend, was wir hier haben. Wirklich, wirklich tolle Sachen. Also Astralglanz ist genug da. Was ist der Preis einer Astralglanz-Box? 115 Euro. Mhm. Und der Preis einer Elite-Box? 35 Euro. Okay, das ist recht günstig. Sehr, sehr günstig. Hier ist auch eine Black Lotus, falls ihr das kennt. Auch sehr spannend. Und was haben wir dann hier? Auch wieder Einzelkartner. Sehr viel modernes Zeug ist hier, aber auch Vintage-Sachen, wie ihr sehen könnt. Das gefällt mir besonders sehr gut, dass es hier eine schöne Abwechslung gibt. Auch hier strahlende Sterne. Ist genug da. Boosterboxen. Was kosten strahlende Sterne Boosterboxen? 115 Euro. Ah ja, das ist auch günstig. Wie ihr sehen könnt, wirklich die besten Preise. Ja, ich kenne kein Geschäft in Wien, wo man so günstig kaufen kann. Auch die Boosterpreise sind wirklich super. Also auch mal cool für zwischendurch Booster holen. Und was haben wir hier nachher noch? Ah, das finde ich auch spannend. Und zwar auch ein paar Pop-Up-Booster. Series 7 ist da. Serie 8 ist da. Sehr, sehr, sehr interessant. Auch Einzelkarten hier ausgestellt. Dragon Ball ausgestellt, wie ihr sehen könnt. Master Collection. Ein paar Mimiki-Boxen. Und ja. Auch hier, wie ihr sehen könnt, modernes Zeug für zwischendurch immer mal vielleicht Zeit oder wie kann man hier wirklich ein Schnäppchen machen. Auch wie ihr sehen könnt, gibt es hier die Astralglanz-Karten schon, auch zu einem sehr günstigen Preis zum Abholen. Und zu guter Letzt sind wir hier noch
wie ihr sehen könnt. Top-Loader gibt es, Metal Zoo ist dabei, Basketball, auch spannend, Sportkarten gibt es ein paar, Metal Zoo ohne Ende, wie ihr sehen könnt. Wir haben unterschiedlichste Folien und gerade das gefällt mir sehr gut in diesem Geschäft. Und dann haben wir hier Alternative Artwork Karten, Tyranitar, wow. Die neuen Karten aus dem Set haben wir. Also wirklich sehr, sehr, sehr schöne Sachen. So vorne. Und jetzt gibt es hier noch etwas sehr Cooles. Und zwar haben wir hier Einzelkarten zum Durchschauen. Die werden täglich aktualisiert. Schauen wir uns mal einen Stapel an. Rein zufällig, dass man das so finden kann. Also, wir haben hier, fangen wir vielleicht hier an, sehr viele neue Sachen, sehr faire Preise, wie ihr sehen könnt. Macho Man, Ampharos nur für 3 Euro. Also eine sehr schöne, oh, New Genesis Karte. Eine sehr schöne Ausbeute, die man dazu kriegen kann. An wirklich Vintage-Karten, wir haben Base-Set-Karten hier, Neo wieder, Schwarz- und Weiß-Zeit, Julia-Serie, also wirklich was das Herz begehrt. Hoppala, Dschungel, Base, also ihr seht schon, da kann man schon mal schnell eine recht schöne Sammlung aufbauen, würde ich sagen. So, und hier vielleicht nochmal gehen wir die Karten noch im Detail durch. Also wirklich sehr, sehr, sehr spannend. Das gefällt mir sehr gut. Eine Karte aus Expedition. Wirklich, wirklich schön. Die View-Karten haben wir. Nach dieser Shop-Vorführung ein Booster nehmen aus dem Kartenspender. Wenn das in Ordnung ist. Choose one and good luck. I hope you will get the Charizard. Dann werde ich mir hier einen Booster nehmen. Was kostet das? One booster Brilliant Stars costs 3,20 Euro. 3,20 Euro, Leute. So. In diesem Booster werden wir jetzt was richtig Cooles ziehen, hoffentlich. So, Freunde. 3,20 Euro das Booster. Leute, ich sehe hier schon etwas, glaube ich. Starmie. Die riechen echt gut. Mann. Und? Vorschau des Professors. Vorne eine Holokarte. Zumindest etwas. Ich kenne kein Geschäft, das günstiger ist. Wenn ihr ein günstigeres kennt, schreibt es in die Kommentare. Like das Video, lasst ein Abo da und.